Dies ist die liebliche Insel der Yoshis. Auf dem höchsten Gipfel der Insel thront funkelnd ein mysteriöses Objekt namens Traumsonne. Diese Traumsonne, so heißt es, hat die Macht, Wünsche wahr werden zu lassen. Eines schönen Tages... Baby Bowser und Kamek hatten von der Traumsonne gehört und wollten sie haben. Wir sind dann mal so frei. Als die Yoshis zu sich kamen, fanden sie sich in einem unbekannten Wald wieder. Oh je, die armen Yoshis, sie sind ganz verloren. Oh nein, die Traumjuwelen sind weg. Und die Traumsonne, sie sieht ganz unglücklich aus. Das ist schlimm, die Juwelen müssen zurückgebracht werden. Wo dieser Weg wohl hinführt. Vielleicht finden wir die Juwelen, wenn wir diesem Weg folgen. Yoshi scheint zu beraten, wer sich auf die Suche machen soll. Wie viele Yoshis sollen aufbrechen? Einer erstmal. Und welcher? Der Rote sieht schon cooler aus, Guys. Der Rote. Fertig? Ja. Dann ist es also soweit. Die anderen Yoshis passen auf die Traumsonne auf. Ihr wird nichts passieren. Das Abenteuer der Juwelensuche kann beginnen. Das Ding hat offensichtlich schon mal bessere Tage gesehen. Ohne die Juwelen hat die Sonne wohl ihre ganze Kraft verloren. Nutzlos. Ja, das stimmt. Dann schnell finden wir die Juwelen vor den Yoshis. Und damit, Killer, was geht ab? Und herzlich willkommen zu Yoshis Crafted World. Ein tatsächlich sehr unerwartetes Let's Play, auch von meiner Seite. Das ist nämlich, dieses Let's Play kommt nämlich daher, dass Paper Mario ein bisschen kaputt ist. Reden wir nicht drüber. Guys, dieses Spiel ist für die Switch erschienen. Wir spielen es natürlich hier in fetten 4K und 60 FPS auf dem Emulator. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es storytechnisch der direkte Nachfolger ist, aber es ist auf jeden Fall ein Nachfolger von Yoshi's Woolly World, damals für die Wii U. Woolly World können wir uns vielleicht auch nochmal spielen. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir starten jetzt rein in Dampflok-Rennen. So, was gibt's hier Spannendes? Es gibt 5 solche Blumen, es gibt Coins, es gibt Herzen auf Beinen und rote Coins. Lass uns da doch mal reinschauen. Dampflok-Rennen. Ich habe, by the way, so gut wie keine Ahnung von den Yoshi-Games. Deswegen mal schauen, was uns hier erwartet. Ich weiß eine Sache und das ist tatsächlich die Steuerung. Ich kenne die alten Yoshi-Teile, deswegen ist für mich, ich glaube, diese Steuerung hier die beste. Ja, ganz genau. Deswegen, ganz kurz, genau, jetzt können wir essen und Eier. Ich habe tatsächlich die Yoshi's Island-Teile gespielt, beziehungsweise Yoshi's Island oder Super Mario World Yoshi's Island, irgendwie heißt das, glaube ich, für das SNES.
Und das, ich weiß nicht, wie das andere hieß. Yoshi's New Island fürs 3DS, ganz genau. Halte B gedrückt, damit Yoshi in der Luft flattert. Und daher bin ich so ein bisschen was gewohnt. Und Yoshi's Woolly World habe ich natürlich auch kurz mal angeschaut. Ob sich das lohnt zu Let's Playen oder lieber das hier. Ich kann dich nicht aufessen. Nee, schade. Ey, das Spiel sieht mega schön aus. Crafted World, weil alles scheinbar gecraftet, also gebastelt ist. Ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Also jetzt mal for real, guys. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde, das sieht mega aus und ich bin natürlich auch mega gehypt. Nachdem Yoshi ein Ei mit Y verschluckt hat, ja, das wissen wir schon. Und dann noch mehr? Man kann nie genug Eier haben in Yoshi-Games, glaube ich. Zumindest hatte ich häufig Probleme, Secrets zu finden, weil gerade kein Gegner in der Nähe war. Ich hatte keine Eier und das ist nicht gut. Ja, komm, reicht doch jetzt. Weiter. So, was willst du mir sagen? Mit X kannst du die Eier werfen und dann sogar zielen. Oh, das ist auf jeden Fall neu. In den alten Teilen hat Yoshi immer so gemacht. Hui! Und dann musst du dir im richtigen Moment einfach drücken. Oh, jetzt kann ich das sogar anvisieren. Oh, aber jetzt können wir die Pflanze nicht mehr bekämpfen, oder? Nee. Egal. Oh, da ist wieder was. Dass wir jetzt Sachen anvisieren können, finde ich actually gut. Ah, das sind unsere Leben. Sehe ich das richtig? Okay, aber wir hatten gar keine vollen Leben. Wie soll ich denn das treffen? Das ist doch dreidimensional ganz woanders. Achso. Stimmt, dieses Spiel spielt ja auch ein bisschen mit Perspektiven, was auch tatsächlich neu ist. Hä? Yoshi kann da überall hinwerfen. Ziele. Ah, ich kann das auch dreidimensional in den Hintergrund werfen. Okay, das wusste ich nicht. Kann ich das Geschenk treffen? Ja! Ich liebe dieses Game jetzt schon. Und wir konnten das Haus abtreffen. Ja, das gibt auch nochmal Coins. Oh, warte, die Gegner. Treffen wir die Gegner auch? Natürlich. Cringe, wenn nicht. Und die Kuh? Oh, jetzt, ich will es ausprobieren. Ah, das Spiel macht Spaß. Natürlich, ich glaube, dieses Spiel richtet sich eher an Kinder. Aber ich glaube, ich werde hier trotzdem Spaß haben. Ja, wirklich. Das Spiel ist so gut. Oh, auch hier vorne. Bam. Ja. Die rote Coin. Oh. Hier kommt bestimmt der Zug. Und wenn wir hier am falschen Punkt da sind, überfährt er uns bestimmt. Öffne er mir die Tür. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Das Spiel trifft genau meinen Touch, den ich mag an Jump'n'Runs. Ich bin der Casual-Spieler. Lasst mich doch. Komm. Kann ich mit der Glocke was machen? Nee. Die breche ich ab mit Springen. Okay, wahrscheinlich auch mit Y. Aber mal schauen. Da hinten ist der Zug. Oh, es passiert was. Nee, nicht der schon wieder. Falls du denkst, hier gibt es hier wen, vergiss es. Tatsächlich wirst du diesen Ort nie verlassen. Was tut ihr? Die haben die Zugteile geklaut. Oh nein, Zug, hast du keine Chance. Viel Glück bei der Suche nach den fehlenden Teilen, du Loser. Uns wurde einfach der Zug kaputt gemacht. Dabei fand ich den so cool. Oh. Mlem. Mlem, guys. Mlem. Okay, und wir suchen jetzt sozusagen die Zugteile. Halt, stopp. Oh, brauchen wir gar nicht. Zack. Nee, die haben nur Coins. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Oh, das könnte schwer werden. Ah, okay, wir müssen es erst aufschießen. Okay. Von diesen Blumen versuche ich natürlich so viele, wie es geht, mitzunehmen. Dass wir alle nicht schaffen werden, ist hoffentlich jedem von euch klar. Das ist tatsächlich auch gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht die 100% in dem Spiel. Ich möchte Spaß haben, weil ich habe so viel Gutes von diesem Game gehört. Und da habe ich dann auch Bock drauf, tatsächlich. Deswegen, ich will mir da keinen Stress machen, die 100% zu holen. Natürlich, wenn uns jetzt so ein einziges fehlt und wir wissen, wo es ist und sind einfach nur unglücklich dran vorbeigelaufen oder so, dann sehe ich es natürlich ein, das euch reinzuschneiden. Aber sonst versuche ich hier echt so ein spaßiges Erlebnis wie möglich zu bekommen. Er hat nur eine Münze. Sind Münzen wichtig? Das ist eine Frage, die kann ich euch gar nicht beantworten. Oh, vor allen Dingen, das sind rote. Davon gibt es 20 Stück. Vielleicht sollten wir die doch mitnehmen. Oh, der ging daneben. Gibst du? Oh, sogar sowas. Oh, nee, nur Heilung. Ja, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Oh, ich kann damit werfen? Unendlich?
Scheinbar schon. Dann nehmen wir die Gegner doch gerade alle mal mit. Nee, da können wir sogar hinlaufen. Schaut mal, Guys, wir können hier in das Haus rein und dann... Oh, ist das cool. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Zack. Oh nein, uns fehlt eins. Ah, nee. Was ist das Fehlende? Oh, hier ist wieder ein Secret. Oh, noch so ein paar so Münzen. Jetzt hätte ich schon gern alle. Jetzt ist der Touch da alle zusammen. Und uns fehlt ja noch so eine Blume. Und ich glaube, wenn wir den Zug zusammenbauen, ist vorbei. Wir schauen uns noch mal ein bisschen um. Komm. X muss ich drücken. Achso, ja, aber ich muss wahrscheinlich die Teile da werfen. Hier noch. Ja, die hier. Das sind bestimmt die drei, die mir fehlen. Ja. Ey, das wäre jetzt so genial, wenn wir das im First Try schaffen. Let's go. Warte, warte, warte. Der Kollege hier, der am Angeln ist, der ist aber auch sus. Nur Coins? Blume da hinten. Sag dir ehrlich, die sieht sus aus. Nein? Okay. Dann wäre das mein Guess gewesen. Der Baum vielleicht noch. Nee. Dann würde ich sagen, steppen wir mal zu unserem Zug hin. Und hoffen, wir kriegen dieses letzte Ding noch irgendwie. Oh, muss ich das... Ah, ich muss ein bisschen zielen. So, da steht er wieder, der Zug. Das ist doch klasse. Dann lass uns mal aufsteigen und hoffen, dass das nicht schon das Ziel ist. Nee, hier geht's noch weiter. Wir können hier noch springen. Wann muss ich springen drücken? Stell mich nach hinten. Vielleicht muss ich auch was abwerfen. Bin gewappnet. Ah, jetzt senkt sich das. Wie cool. Da, da, seht ihr das? Es kommt auf uns zu. Wann muss ich springen? Das im Hintergrund. Bam. Let's go, da sind sie alle fünf. Das freut mich. Ich weiß nicht, was die bringen. Ich weiß nicht, wofür die da sind. Aber wir haben sie. Mich raus hier, ja. Das ist doch schön. Und hier ist auch schon das Ziel. Und durchs Ziel. Das war mega cool, das Level. Gerne mehr davon. Ich mag den Touch vom Spiel echt sehr, sehr gerne tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so catcht. Das ist eine Notlösung gewesen. Ich wollte eigentlich Mario Galaxy 2 machen. Aber dafür braucht man richtig diesen Zeiger und so. Und den kann ich halt nicht machen ohne eine Wii-Fernbedienung. Deswegen nicht so gut. Aber das Spiel ist ja noch viel, viel cooler einfach. 8 Stück haben wir? Ah, okay. Für diese Zusatz-Challenges bekommen wir auch nochmal Dinge. Das ist doch schön zu wissen. Und dann können wir auch schon gleich weiter gucken. Das ist cool. Das ist... Was ist das hier? Wirf deine Münzen ein und dreh den Hebel, um ein Outfit zu erhalten? Schaut euch diesen Yoshi an. Der ist ja mal... Alter, der ist ja mal wirklich anders krass. Wenn du ein Outfit hältst, rufe den Outfit-Bildschirm auf, um es auszuprobieren. Oh, ja, okay, rein da. Wir gamblen ein bisschen. Glücksspiel kann süchtig machen. Würde nicht machen. Rein da, komm. Oh, das ist Gold, das ist bestimmt was mega krasses. Ja, die feiern alle schon so. Wir haben gerade direkt First Try den Hauptgewinn bekommen. Die Dampflok, ultra selten. Guys, dafür jetzt schon mal ein Like da lassen. Outfits sehen nicht nur cool aus, sie schützen sogar vor Schaden, aber Vorsicht, sie halten ein paar... Oh, heißt es, die sind danach dann weg für immer? Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich das so cool finde, dass sie danach weg sind. Aber der hält ja total viele Treffer aus. Ziel? Octodox? Oh, wir können hier rüberlaufen. Oh, da passiert was. Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur eine Grinseblume. Eine? Okay, wir müssen sozusagen... Okay, um weiterzukommen, so wie in Mario 3D Land und Mario 3D World, sozusagen wie Sterne abgeben, um weiterzumachen. Ich öffne jetzt das Gebiet. Bitte zurücktreten. Das ist das coolste Spiel, das ich je gespielt habe. Octodox, herzlich willkommen. Hui, nach dieser Blume fühle ich mich gleich viel besser. Mein Name ist Benny. Benny Barrikaton. Gefaltet, nicht geknickt. Und selbst... Ey, das ist der Main Character. Yoshi, also, was machst du denn hier?
auf der Suche nach Traumjuwelen, hä? Ja, da war neulich so ein leuchtendes Ding am Himmel, aber keine Ahnung, wo das gelandet ist. Mal schauen. Ich glaube, es ist irgendwo hier runtergekommen. Einfach dem Weg folgen, dann stößt man sicher drauf. Passt schon, viel Spaß. Und viel, viel Glück natürlich auch. Dieses Spiel hat so Charme. Und ich finde das so cool. Okay, wir haben wieder die Standarddinge zu sammeln und diese Münzen. Diese Münzen. Sind das Münzen? Ich habe nicht zugehört. Blumenmünzen? Ich habe nicht zugehört, es tut mir leid. Blumenmünzen, ihr wisst, was ich meine. Und wir können jetzt wie viele Treffer aushalten? Jetzt habe ich nicht genau geguckt. Ich glaube 5. Und wir können sogar fliegen. Ah, und wenn wir immer wieder B drücken, können wir unendlich fliegen, oder was? Ist das ein Glitch? Aber wenn ich nicht... ist ja egal. Oh! Können wir Koopas essen? Ja, können wir. Und wir können sie wieder ausspitten. Blum. Hört sich so an, als könnte man da runter. Ja. Bin lämtastisch bereit. Das ist sass. Nein, ich habe kein Ding mehr. Lauf, lauf, lauf. Wir brauchen ein Yoshi. Ei. Hui. Zack. Ganz genau zielen und... Ah, das hätte mich fast getroffen. Tut mir leid. So, ein paar Coins. Coins sind wichtig. Ich habe schon gemerkt, ich kann mit einem, wenn ich Geld ausgebe, aussehen wie ein Zug. Ich mag Züge. Es gibt Stampfattacken. Es gibt Stampfattacken. Okay, wir lernen heute Dinge, die ich noch nicht über Yoshi wusste. Also natürlich in Mario geht das, aber ich wusste ja nicht, dass es auch in Yoshi geht. Aber wird uns erklärt. Okay, ja, ist halt standardmäßig. Und wir können es auch ducken. Okay. Mlem. Oh, da müssen wir in den Hintergrund. Da brauchen wir ein paar Guys. Ah! Ha! Bring ha! Bring ha! Bring ha! Das sagt Yoshi voll häufig. Weiß aber nicht warum. Was heißt bring ha? Ich weiß, es gibt so ein Todes-Curses-Video mit bring ha. Das ist ganz weird. So, wir haben wieder mehr Leben. Mlem, 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 mlem. Wir haben noch keine von den... Oh, oh, da müssen wir drüber. Erstmal da runter. Das Egg holen und dann... Ah. Okay. Ring, ha. Mlem. Wie komme ich hier wieder hoch? Kann ich da durch? Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, dann mache ich den Panzer dahin. Und fliegen, komm. Immer schön drücken in der Luft. Also dieses in Anführungszeichen unendlich fliegen, echt cool. Wie komme ich nach da unten? Ich weiß es nicht. Oh, so. Blam. Ah. Hui. Hui. Schöne Sache. Das ist wieder sowas. So ein Glöckchen. Ich weiß nicht, was hat das gemacht? Ich weiß es nicht. Wieder ein bisschen Heilung. Mlem. Und was war jetzt da oben? Wir konnten da oben doch auch weiter. Oh, es gibt so viele Wege. Oh. Und das Ding hier unten ist despawned. Ah, nee, das fährt hoch und runter. Achso, okay. Wir müssen hier unten lang. Kann ja sein, dass es so alternative Wege gibt oder so. Das macht dann bestimmt auch Spaß, diese zu erkunden. Aber ihr kennt mich. Ich bin nicht so der Entdecker. Also doch eigentlich schon, aber... Oh, blaue Blünzen, Guys. Blaue Blünzen. Ihr wisst Bescheid. Oh, dafür gibt es auch eine Sonne. Ist sogar die erste eine Sonne. Ich werde noch so häufig diese Dinge falsch benennen. Call es jetzt schon. Da ist ein Oktopus. Das Spiel ist so cute. Also Guys, wenn ihr davon nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ey, es wird so cool, es wird so cool. Ich liebe diese... No! Jetzt haben wir nur noch 4 Treffer. Nein! Weil so ein Gartenholm mich da getroffen hat. Den werfe ich jetzt ab erstmal. Okay, der ist unbesiegbar. Der ist einfach overpowered. Viel zu krass. Schwierigkeitsgrad 900. Blam.
Blam. Oh, hier brauchen wir einen Panzer, den wir dann da durchschießen. Warte. So, umdrehen. Blam. Nein. Bitte. Blam. So, ganz genau. Ein bisschen schwierig ist es schon tatsächlich. Oh, die kenne ich noch aus dem alten Teil. Die spucken Eier aus, in, nach rechts oder nach links. Halt, hier. Ha, bring, ha. Ha, bring, ha. Was bringt der mir eigentlich immer? Ich weiß das gar nicht. Blam. Ey, dieses Spiel ist so schön. Wie kann ein Spiel denn so schön sein? Bring, ha. Ha, bring, ha. Kann ich in der Luft spitten? Ja, kann man. Und da gibt es diesen richtigen Cartoon-Hit-Sound. Das ist so cool. Ich mag das Game. Ich mag das Game wirklich. Blam. Zielen nicht vergessen. Oh, bam. What? Der cheated. Bam. Hä? Jetzt aber. Nur für Coins? Schade. Oh, da ist er tot unten, glaube ich. Kann man runterfallen und dadurch sterben? Ich weiß es nicht. Okay, das wusste ich nicht, dass wir die zerstören können. Aber die sahen schon sass aus. Sie gibt mir ein bisschen Paper Mario Origami King Vibes. Mit dem Schloss am Schluss. Ihr wisst, was ich meine. Ne, brauche ich nicht mehr, glaube ich. Das ist wieder eine Glocke. Oh, die füllt auch unsere Treffer bei den Pappkartons auf. Okay, 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 I like, I see. Okay. Ist alles für mich noch so neu, es tut mir leid. Mann, lasst mich doch. Ah, es freut mich. Bin mir sicher, viele von euch kennen das Spiel einfach schon. Aber ich halt nicht. Und für mich ist es dann halt immer umso spaßiger, wenn ich Spiele nicht kenne. Vor allem, weil Yoshi ist so ein Charakter, den kennt man einfach. Und ich finde, also, ich weiß nicht, wie viel Aufmerksamkeit so ein Yoshi-Game generiert, so. Aber da ich noch nie was, also noch nie wirklich krass davon mitbekommen habe, muss es ja schon wenig sein. Das finde ich tatsächlich, oh. Das finde ich tatsächlich echt schade. Oh, hier ist wieder eine blaue Blünzen-Chat. Nee! So eine Challenge. Und dafür gibt es die vierte Sonne, okay. Ah, das öffnet sich für uns. Wer bist du denn da hinten? Also das Spiel hat auf jeden Fall seinen eigenen Charme. Und ich fühle den Charme auch. Ich bin gesprungen! Oh, wie komme ich da rein? Achso, einfach laufen. Wie wäre es damit? Nehmen wir mit. Kann man da links hoch? Es gibt so coole Secrets in dem Spiel. Ich liebe dieses Spiel so unfassbar. Das ist jetzt schon eines meiner favorite Jump'n'Run-Games. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Hui. Ah, flieg. Oh, aber hier wird das Jump'n'Run jetzt aber auch groß geschrieben, nicht? Oh Gott. Oh Gott, haben wir geschafft? Haben wir geschafft? Oh, hier ist schon das Ziel? Finde ich actually schade. Ey, aber es, dieses Game bockt zu 500%. Ich mag die Farben, das ist farbenfroh. Es ist cute, es macht Spaß. Wir haben aber nicht alle Coins, oder? Doch, haben wir? Okay. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass wir alle Coins holen. Haben wir mit 20 Leben erreicht? Ja, auch, aber nicht alle Coins. Ja, da fehlen uns ein paar natürlich. Das ist gar nicht so schlimm. Ich werde auf jeden Fall auf die Blumencoins gehen, die oberen 5. Und alles, was wir unten drunter haben, nimmt man mit. So, ist auch so. Passt doch. Ja, ist doch wunderbar. Damit wäre das Level schon geschafft. Oh, und das nächste Level sieht piratisch aus. Piratenpier. Aber Guys, das machen wir beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, ein Like da lassen und abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einer weiteren Folge. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.